Habe ich da... Warte mal. Jetzt will ich aber mal was wissen. Geht das? Kann ich da... Konnte ich da drüber springen? Das wäre witzig gewesen. Ich habe das einfach nicht gecheckt. Boah, hab schon ein bisschen was auf den Sack bekommen, ne? Oh, mein Schwert sieht auch gut aus. Ist auch schon fast weg. Auch schon unter der Hälfte. Mein Schwertstumpf. Alter, dieser Fallschaden in Dark Souls, ne? Beste, den es gibt, Mann. Kann ich hier denn irgendwo rüber? Irgendwo hoch? Naja, oder? Man lernt hier ja die Sache mit dem Springen. Mit der Statue komme ich nicht vorbei. Da kann ich auch nicht drüber hüpfen. Da kommt man runter. Aber das gehört auch noch zum Tutorial. Warte mal, kommt man da hinten vielleicht irgendwo hoch? Oder von oben irgendwo rüber? Nee, ne? Von hinten? Wait, warte mal. Wow. Vorsicht. Kommt man da eventuell von hinten rein? Das wäre insane. Aber hier komme ich an der Stelle. Also warte mal, ich muss aufpassen, ne? Okay, also hier komme ich nicht weiter. Schade. Ah, hier geht's jetzt los mit den ganzen... Viel Erfolg, was? Hurra für Hülle, was? Was? Blutflecken für... Und dann Traurigkeit, was? Tod voraus, deshalb versucht Blutfleck. Tod? Fragezeichen. Sinnlos. Tod? Fragezeichen. Hurra für Vorstoß. Okay. Whatever. Scheinbare Wand, deshalb in Bewegung bleiben. Reit und dann Vision von Sieg. Glück. Vision von Licht, aber Finsternis wird benötigt. Majula! Ist doch schon die erste Stadt, oder nicht? Aber hier will ich doch noch gar nicht sein. Schatz voraus. Wieso glaube ich das nicht? Ich sehe da auch keinen. Es gibt so viele Trolle, die diese Nachrichten schreiben, ne? Das ist halt manchmal echt ein Witz. Ah. Oh, das ist die Musik. Göttlicher Segen. Stellt TP wieder, er hat alle Statuseffekte. Ja, okay. Warum sind hier so viele Blutflecken? Das hier jetzt könnte so von der Position her tatsächlich die Rückseite der Dingens sein. Die Quanz. Eine Fahrt voraus. Nein, du bist keiner. Was ist dieses Schwert?
Hi, Mister. Have you business with me? The way you're under is all blocked up, you see, by this god-awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to pit it there? Oof, I'm in quite the pickle now. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real life person was turned to stone, do you? Doch, ich denke schon. See that statue? Gives me the willies. Ach, it just doesn't. Hey. Yeah, okay. Lebensstein, Heimatknochen, siehst du, geht doch gut los. Oben? Ah, okay. Kann man von oben runter droppen, deswegen sind hier wahrscheinlich auch so viele. Okay. What the fuck? What are you? Oh Gott, und wie viele seid ihr? Jo, 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 hab's verstanden. Ihr seid noch ein bisschen zu stark für mich. Der andere Typ könnte mir da ruhig mal helfen. Pissnecke. Ja, ist gut, hab's verstanden. Für euch brauche ich erst eine richtige Waffe, bevor ich an euch vorbeikomme. Definitiv. Okay. Kommen wir aber zurück zu der Frage. Also es ist halt so das Dark Souls-Prinzip, ne? Hier, du kommst da nicht weiter, du merkst du daran, okay, du kriegst halt hart auf die Fresse. Und du kannst den Gegner nicht töten dabei. Meine Dark Souls-Erfahrung. Unterhalb. Oh, wait, warte, was? Was ist hier? Ist das ein Troll? Nee, dann ist hier doch auch eine Wand oder sowas, oder? Oh mein Gott, das ist tatsächlich ein Troll. Oh mein... Wait, stopp. Zweifel. Morgenstern, heilige Klerikerglocke. Oh, nice, okay. C-Scanning braucht 15. Das geht doch. Das können wir doch machen, oder? Ist immerhin erstmal besser als das, was wir jetzt als Waffe hatten. No. Fernglas kriegen wir hier noch. Achso, das war der Blutfleck. Zu ihr möchte ich noch nicht. Ich möchte jetzt erstmal nochmal zurück. Die scheint echt zu sein. Ja. Ich meine, ich habe sie ja vorher gehauen. Kostet die Münze. Ich weiß halt nicht, wie man hier den Unterschied erkennt zwischen ist ein Mimik oder ist keiner. Bei dem anderen wusste ich das ganz gut. Ah, Marsch. Kann ich das Fragezeichen schließen? Noch nicht. Ausrufezeichen schließen. Ist das hier der Weg zurück? Keine Ahnung, einfach mal langlaufen. Das ist definitiv nicht der Weg zurück. Da ist aber eine Truhe.
Was? Sprint, aber fixieren. Frau voraus? Oh! Scheint eine normale Tour zu sein. Windspiel, nice. Da liegt wer? Komme ich denn dann wieder raus, wenn ich da jetzt reingehe? Nur unten lang, wa? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier sein sollte. Wald der gefallenen Riesen. Hier sind nur solche Viecher, wa? Okay, und da komme ich dann auch raus, wenn ich da unten lang gehe. Main Story-mäßig sollte ich wahrscheinlich erstmal zu Milady da oben hingehen, aber. Ich hab grad noch keinen Bock. Dann gucke ich mich später nochmal hin. Ich glaube, man kommt halt hier auf dieses Zwischenstück dann nicht wieder drauf. Okay, oh, okay, die Tür ist nicht immer offen. Interesting. Los! Los! Ja, ich kann jetzt schon durch. Das Ding ist jetzt. Warte mal. Ah, hier ist ein Bonfire. Auch noch da, ja. Raus noch da. Ach, hier oben. Hier ist der Weg zurück. Hier wollte ich dahin. Okay, aber hier ist nicht mehr viel. Okay, dann gehen wir doch zur Frau. Ich denke, die wird uns gleich ein bisschen was erzählen können. Das war hier auch mal. I don't know. Or merely a fool of fate. Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Ist das Flakons? See the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. Das Magenbutton gibt dir die Kraft zum Aufsteigen. Ja, gut, okay. Bearer of the curse, seek misery. For you will Upsala. Never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me, so that hope will not fade away. Bearer of the curse, seek souls, larger, more powerful souls. Seek the king, that is the only way. Lest this land swallow you whole, as it has so many others. Ah, okay. Ah, okay. Kann ich nicht an... Warte mal. Kann ich nicht wie gewohnt auch an Bonfeiern aufsteigen? Nein, kann ich nicht. Oh Gott, okay. Also ich muss immer wieder zu ihr zurück, damit ich an ihr bei da aufsteigen kann. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, okay. Heller Ort von raus, aber Vision von offenem Gebiet. Oh, hi Mister. How are you? You're undead, aren't you? Mhm. You have that distinct scent.
The smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. I am Solden. Hi. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be all doomed. To walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul. And a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Okay. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Eid der Demütigen. Ja, keine Ahnung, ich nehme ihn erstmal mit. Ich kann ja wahrscheinlich so wie in Dark Souls Dings auch mein Eid dann aussiegeln. Eid geleistet. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the Sentinels cradle you in their embrace. Do you feel it suits me just fine? As I have nothing left. Alter, hat der viel zu erzählen, holy shit. It will grow on you, this place. Give it some time. Ah! Eid leisten, Geste lernen, sprechen. Geste lernen? Willkommen, Geste. Okay. May you find peace on your journey. I will hope. Okay. May you find peace on your journey. Ja. Jetzt lass mich bitte kurz ins Inventar, danke. Rostige Münze, so. Eidring für Apostel des Blauen. Aha. Na, ja, okay. Achso, das kann ich wieder suchen, sorry. Buchstaben sind bis zur Unendlichkeit zerschlissen. Kann ich das hier auch untersuchen? Ja, kann ich. Ach du heilige Scheiße. Tote weltweite Lohn. Spielerzahlen, also die Gesamtspielerzahlen, denke ich mal. Achso, ist grau.
Verzweiflung voraus, deshalb versucht springen. Lurch. Okay. Läuft bei euch. Okay, ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen hier in der Stadt umgucken. Hier gibt es bestimmt noch viel zu looten. Seelen ist noch so ein Soldat und drei Seelensteine, holy shit. Oh, hi. Ja. Wo ist der Key? Das ist ja wichtiger. Wäre einfach mal eine Info, wer ihn geklaut hat oder so. Aber I think not. I think we don't get any help on there. Lass mich da mal ran, bitte. Noch ein Lebensstein. Jawoll, ja. 11 Lebenssteine. Voraus. Hi. Oh, Katze. Oh. Undead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Du Arsch. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalquan. Shalquan. Enchanté. Ooh. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Okay. Eid widerrufen, Eide. Ah, okay. Kann ich auch Gegenstände kaufen? Ooh, okay. Ooh, okay. Okay, verringert Fallschaden. Ah, Silberkatzenring. Leichtere Verbindung zu Spielern mit demselben Gott. Okay. Macht Stimme von Gegnern hörbar? Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was das ist. Heimkehrknochen, Prismenstein, Köderschädel, lockt bestimmt Feintypen an. Findet Estus Wiederherstellung in einem Gebiet. This place is already dead. Everything will crumble and waste away so that something new may be born. Isn't it wonderful? This place is fun. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Du siehst nicht so amused aus, so wie du da liegst. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that. Yes, nothing like yourself. For you have a most pleasant scent that grows nicer with each passing day. Also, have you made friends with the man by the sea? He's lost everything. Ja. Absolutely everything. Mit dem haben wir schon gequatscht. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know?
Nothing suited you, I presume. Achso, shit, ich warte nochmal. Oh, no, I'm not serious. You did the type Oops. I'm quite fond of. Did you see that oddly formed rock behind here? Long ago, they called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. Although, you'd just as well not. Mm-hmm. This place is already... Okay, isn't das, das it one? Schon. Nothing suited you, I presume. Well, that's dismaying. Zunge aber doch, was? What should this tell me? Alter Schwede, das ist ja richtig krank wie Abenteuer gewesen. Da sollte ich vielleicht noch nicht reinfallen. Oh Gott. Gerne treffen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch eigentlich gar nicht lohnt. Oh, der war gut. Okay, gibt 20 Seelen mehr. Aua! Das war ein schöner Crit. Also ich sollte vielleicht aufhören, ich sollte zwischendurch mal Energie sammeln. Oh mein Gott, seid ihr nervig. Ich mache euch wahrscheinlich auch gerade komplett umsonst. Das war der Crit. Und ja, ihr gebt nur 20 Seelen, mehr gebt ihr nicht. Das ist ja ein Witz. Blutfleck. Doch nichts bewacht, nicht mal, Alter. What? Ärgerlich. Kann ich den Stein da runterschubsen? Ne? Okay. What do we have here? Verschlossen. Na gut. Na. And what do we have here? Oh, hi. Da sitzt der tatsächlich wer. Hallo da. Hi. Welcome to my shop. Ah. I'm Morlin. And I'm... I sell armor. Mm-hmm. Oh, sorry, I... Please do have a look at my wares. Du bist ja... I could really use the business. If you'd be so kind. Kann ich das... Jetzt Schild und Rüstung. Konnte ich mit dir mal noch quatschen? Ja. I came from the west, from Volgen. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course.
And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Nein, wie kommst du darauf? A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgan. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Oh, by the gods, why the hell am I here? Okay. By the gods, why the hell am I here? Oh, is something wrong? Ja, keine Ahnung, ich brauch deine Rüstung nicht. Okay. Also ich möchte jetzt als erstes einmal eins machen. Wir haben jetzt eine Waffe. Mit der wir, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden machen können. Deswegen reise ich jetzt erstmal kurz zum Haus. Und gucken wir mal nochmal den Dicky McDickDick da hinten an.